Hola, amigo! Bist du bereit für den Dschungel? Es geht um einen Dirt-Außenposten und eine gewisse große Katze, der ich auf der Spur bin. Du hast dein Ziel erreicht. Wie geht's? Bist du bereit, loszulegen? Rami, du sagtest was von einer großen Katze. Lange Geschichte. Ich bin dir bis in den Dschungel gefolgt, aber dann waren meine Notizen weg. Ich erklär's dir unterwegs, ja. Folgen wir erstmal meinem Weg. Nach Süden, dann über den Highway und die Hügel. Vámonos! Ich dachte, Großkatzen würden große Straßen meiden. Aber nicht hier lang. Mira, dann fuhr ich Offroad weiter und fand auf dem Weg nach Mulegé ein Gefahrenschild. Bienvenido a Mulegé. Meine Tante, Tia Rosa, hat einen Stand auf dem Handwerkermarkt. Sie hat mir zuerst von der großen Katze erzählt. Und mit deiner Hilfe werde ich sie bestimmt finden. Dann fuhr ich über die Brücke und in den Dschungel. Wir sind nah dran. Warte, Rami. Wo bleibt die lange Geschichte? Pardon, ich erklär's dir. Ich erhielt die Koordinaten der Stelle, wo die große Katze zuletzt gesichtet wurde. Aber das Flugzeug hatte Startprobleme. Ich bekam es kaum vom Boden. Du hast die Fracht abgeworfen? Exakt. Ich habe alles verloren und nicht mal die Katze gesehen. Aber jetzt kannst du mir helfen. Und es liegt auf dem Weg. Por favor. Hier ist es. Mein Auto habe ich am anderen Ende der Piste gelassen. Alle meine Sachen, auch die Notizen, sollten in den Flugkoffern sein. Kannst du sie auch finden? Die große Katze ist ein Auto, oder? Schätze, ein Jaguar? Offensichtlich. Sorry, hatte ich das nicht erwähnt? Es ist ein Scheunenfund. Denk dran, mich an meinem Auto abzusetzen, wenn du es gefunden hast. Schreiber. Er sollte jeden Crash überstehen. Vielleicht nicht, wenn er überfahren wird, aber... Ich sehe dich nicht aussteigen und ihn holen. Bien, das sind meine Notizen. Laut Tia Rosa wurde der Jaguar vor 20 Jahren zurückgelassen. Ich habe die grobe Lage auf deiner Karte markiert.
Fliegeranzug. Bien hecho. Was hast du denn beim Fliegen angehabt? Das ist mein Ersatzanzug. Was dachtest du denn? Du kannst ihn auch behalten. Zuletzt wurde die große Katze in einer weißen Scheune mit brauner Tür gesichtet. Den habe ich schon überall gesucht. Wie kam es, dass du 100.000 Credits dabei hattest? Bitte, das waren nur ein paar Gewinne aus der Straßenszene. Bereit zum Abheben! Endlich! Es ist der XJR-15, Rapido y Raro. Und weit weg von seiner natürlichen Heimat Großbritannien. Wie er wohl hier gelandet ist? Mein Auto. Setz mich ab, wenn du bereit für die Abfahrt bist. Alex will das größte Dirt-Rennprogramm, das Horizon je gesehen hat. Und das soll er auch bekommen. Wenn wir dem Fluss folgen, sind wir richtig! Tatbeziehen! Hast du Lust, unterwegs ein paar alte Freunde zu besuchen? Aber sicher! Bienvenido a Uxmal! Ehemals die mächtigste Stadt der Region!
Ich fürchte jedoch, wir haben meine Freunde um etwa 1000 Jahre verpasst. Wir nehmen den Weg. Sind schon nah dran. Ich hab dir doch Pisten versprochen, oder? Aleha und ich sind hier als Teenager Buggy-Rennen gefahren. Ich habe immer gewonnen. Ich hoffe, du hast die Rivalität jetzt hinter dir gelassen. Rivalität? In Mexiko nennen wir das Familie. Wir sollten zurück über den Fluss. Das ist bei Agua Azul. Wir sind schon so nah dran. Weiter! Wir sind jetzt tief im Herzen des Dschungels. Nur wir und die wilden Tiere von La Selva. Diese Wege sind trügerisch. Nur die leistungsfähigsten Autos können sie erreichen. Oder die, die mit Fallschirm aus dem Flugzeug kommen? Ja, die auch. Oh, wir haben sie erschreckt. Die kommen wieder, stehen total auf Dirt Rennen. Sind das Brüllaffen? Die gibt's in Großbritannien nicht. Eure Dschungel müssen sehr langweilig sein. Da sind wir nun. Der Wasserfall ist direkt um die Ecke. Cascadas de Agua Azul. Was sagst du dazu? Ist der mexikanische Dschungel gut genug für Alex und die besten Dirt Racer der Welt? Das ist perfekt. Ich hoffe nur, die Fahrer sind gut genug für den mexikanischen Dschungel. Ich weiß, was du den ganzen Weg durch diesen Dschungel gedacht hast. Dieser Ort wäre perfekt für Dirt Racing. Lustig, ich hatte die gleichen Gedanken. Seht euch das an. Horizon Wilds. Mein eigenes kleines Festival, bei dem es nur um Dirtrennen geht. Oh, das wird ein Spaß. Wir beginnen mit ein paar einfachen Veranstaltungen. Die Fahrer und Fans haben die passenden Herausforderungen. Also, macht euch schmutzig! Bei nächster Gelegenheit.
GMC, Jimmy, muy bien. Ich meine, Theo Oscar sagte, seiner war ein Chevy Blazer, aber auch nur, weil er fand, dass es besser klingt. Ich rufe den Abschlepper. Ich rufe an, wenn er fertig ist. Bis dann. In 400 Metern links abbiegen.
Spartan. Magst du Battle Royale? Das ist der Eliminator. Ein episches Event, bei dem jeder gegen jeden antritt und am Ende nur ein Gewinner übrig bleibt. Du kannst dich noch anmelden. Metern hast du dein Ziel erreicht. Du hast dein Ziel erreicht.